Es geht herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit unserem Freund Donald. Love. Ja, wir haben jetzt Gott sei Dank Kenji beseitigt. Das haben wir jetzt irgendwie auf die Reihe bekommen. Irgendwann ging es dann als Drive-By. Also, es dauert eine Weile halt. Ups, halt die Schniss. So, nächste Mission. Ich glaube, wenn die Mission, die jetzt Mission kommt, die ich jetzt meine, dann kann man die theoretisch mit dem Snipergewehr erledigen. Ja, und ich und Sniper. Naja, wir schauen einfach mal. Wir schauen mal, was wir kriegen. Naja, in erster Linie treffen wir uns heute mit unserem Lieblingsfreund Donald Luff. So. Okay, wir machen weiter. Den haben wir. Aber einen nächtlichen Fischzug für uns. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Ja, ich sorge dein Boot und folge. Oh, Moment, was? Du hast ein Flugzeug folgen? Oh nein, bitte nicht. Zeitmission. Ich hätte nicht erwartet, dass wir jetzt eine Zeitmission haben. Ich dachte mir, ja, du hast jetzt. Ach Gott, ja, ich weiß, welche Mission das ist, okay. Lass mich raten, das Busch hier dich wieder auf der anderen Seite. Ja, das wird schwierig, wenn die auf der ersten Versuch direkt zu packen. Aber wie gesagt, ich gebe nicht auf, ich versuche es natürlich. Ah, leck mich doch! Du bremst und die Karre, die schiebt dir schön noch in den Dings rein. Ja! So macht's doch Laune! Nur 45 Sekunden. Hau doch mal ab, Mann! War mir schon klar! Taxi! Wo ist denn jemand nicht vorfahren? Das ist das Boot. Noch 30 Sekunden. Also wenn wir Glück haben, kann man jetzt nur das Boot finden. Hau doch ab. 16 Sekunden. Oh, fahr doch, Alter. Fahr doch nochmal. Nein, du musst nicht nochmal fahren. Scheiße. Das Flugzeug ist jetzt in Reichweite. Wir müssen jetzt Gas geben, Alter. Leck mich doch. So.
Die Dinger haben wir schon mal geholt. Das war das Wichtigste. So, haben wir Ruhe. Auf Staten Island? Ja, das weiß ich auch. Ich habe es aber sogar beim ersten Mal direkt geschafft. Also statt jetzt zumindest. Ich weiß nicht, was auch noch kommt. So, das Boot ist egal. Wir haben die 6 Päckchen. Und wir brauchen ein Auto. Aber wir haben Zeit. Liebe Leute, wir haben Zeit. Ja, ich arbeite mit Cheats, mein Gott. Aber wer hat das in GTA 3 nicht getan? Da kannst du es auch im Let's Play so machen, wie ich es privat damals gemacht habe. Ah ja. Lass mich raten, jetzt würde ich mich wundern, wenn jetzt wieder welche Idioten ankommen, mich wegschießen wollen. Ha. Komm her! Wo ist dieses Drecks? Oh, Alter. Dann, wenn du noch ein Auto brauchst. Nee, das muss ich keins brauchen. Gib her. Oh, ein Jacuzzi-Auto. Kenntliches Auto. Her. Schau her. Ja, mein Schild. Adios. Ich mach drei Kreuze, wie gesagt, wenn diese Mission, diese Donald Love endlich eliminiert ist. Aber wie gesagt, wir haben es ja eben auch fast geschafft beim ersten Versuch. Also nicht die Mission mit dem Kenji, die hätten wir auch beim ersten Mal. Da hätten wir nicht alle Zeugen besiegt. Aber dann haben wir es ja irgendwie hinbekommen. Einfach bis auf ein, zwei Leute alle wegschießen, Kenji überfahren, verpissen. So. Bitteschön. 10.000. Für das bisschen. Gut, dann können wir gleich mit der nächsten Mission weitermachen. Der Flughafen-Coup. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. So, und es sieht so aus, als hätten wir tatsächlich die Möglichkeit. Zum ersten Mal. Wir haben keine Zeit, das heißt, wir haben Zeit genug. Oh, leck mich doch. Ja, fick dich, Alter, scheiß Taxifahrer, ja. Gut, wir dürfen das erste Mal rüberfahren nach Shoreside Vale. Das heißt, es ist die nächste Strecke. Das ist zumindest mal das erste Mal, dass wir in die, glaube ich, jetzt mittlerweile dritte Insel fahren können. Parallelstraße, die hier rechts von uns führt. Oh, Alter! Meine! Ich hasse das, wenn so... Oh, Moment, müssen... Die müssen wir nicht. Wir müssen auf die nächste abbiegen. Verweilt. Okay, das weiß ich Bescheid. Und dann fahren wir jetzt hier hoch auf diese Straße. Hier ist auch Helfer, also zweimal. Moment, die Brücke ist oben, ne? Übrigens, was man auch machen kann. Spaß beiseite. Bye bye. Zum
Beispiel. Ich glaube, der Rotor weiß gar nicht, ob er unter Wasser ist. Oder auch nicht. Aber wie gesagt, wir können die Fahrzeuge auch einfach runterschubsen. Also wie gesagt. Ich hasse das, ey. Es war mir so klar, dass der Karre von diesem Scheißding angezogen wird. So, in irgendeinen Hangar müssen wir jetzt gerade. Der ist es nicht. Hier hinter muss hier sein. So, da ich ja weiß, dass hier Leute sind, drin sind in dem Auto, wieso wir das Flugzeug natürlich nicht zerstören. Ich muss zunächst aus einem anderen Winkel gehen, damit ich da die zwei Jungs kassieren kann. Ja, super. Spiel steh auf, Mensch, hört. Katz und Maus. Und der letzte, der ist hier und ist tot. So, ich hoffe, dass jetzt alle weg sind. Und wir sollen fliegen. Ja, super. Das kann GTA nur gut gehen. Ja, super. Wir müssen die Kollegen. Okay, das ist klar. Hier haben wir noch mal Waffen, Munition. Ne, brauchen wir nicht. Okay. Wie sollen wir sonst in das Fahrzeug da stellen? Okay. Perlantik. Was? Unter dem Perlantik? Ah, da ist Bau. Da gibt es auch so einen Bauhof auf der Fallsort. Vielleicht haben sie das Pech dorthin gebracht. Okay, dann probieren wir es doch mal. Und ja, die Mission ist assi. Bisher kommen wir aber relativ gut durch, weil ich ungefähr weiß, was mich erwartet in dieser Mission. Ja, der Voraussetzung kriegen sie jetzt tatsächlich sogar schon beim ersten Mal hin. Das wäre natürlich genial, wenn sie wirklich beim ersten Mal kassieren würden. Ah, oh, fei, Mann. So, die Frage ist, müssen wir jetzt hier rechts oder links? Wir fahren oben rum. Ist einfacher. Schneller vor allem, als sich jetzt unten durch diesen Tunnel durchzuquetschen. Ich glaube, das könnte sogar die letzte Mission sein. Für den Donald. Ich meine, wenn er kommt, ist das die oder danach kommt noch eine. Aber die sind ein bisschen assi, definitiv. Aber ich habe ja auch 3 Folgen gebraucht bei Kenji. Ich fahre mal ein bisschen vorsichtiger. Und wie gesagt, wenn wir die Mission geschafft haben, dann kommen wir nämlich auf die dritte Welt. Da ist die Baustelle. Der Pendentikwagen. Oh je. Nein, fuck you! Hab ich dich gesehen?
Oh, leck mich doch am Arsch, Alter! Geh mir nicht auf den Biss, das ist eine fucking random Mission! Ja, es ist egal, tot. Ihr kleinen Motherfucker, Alter! Ihr kleinen Motherfucker, die kam von der Scheißstraße! I'm going to kill you! Ey, wenn ich mir dieses Gelabere von ihnen... I'm going to kill you. What's up with you, Gringo? Die ganze Zeit, die labern nur die gleiche Scheiße. Und ich hätte den Typen gehabt. Ich hatte nämlich schön einen da oben weggesetzt, einen locker weggesetzt. Leck mich doch ab, sag ich, ihr kleinen Fotzenköpfe, Alter.